Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzerkorps 2 im 43er DLC. Astrachan, am 8. Oktober 43. Herr General, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir schneller vorangekommen sind als geplant. Astrachan ist fast in Schlagdistanz. Wir verfügen zwar nur über spärliche Geheimdienstinformationen, können jedoch mit Sicherheit sagen, dass wir die meisten Schiffe der Kaspischen Flottille in ihren Häfen erwischt haben. Die Gelegenheit, diese Schiffe zu kapern, ist zwar verlockend, aber wir können nicht riskieren, dass Schiffe bei unserem Überraschungsangriff entkommen. Es geht nicht darum, das Kaspische Meer zu kontrollieren, sondern lediglich darum, den Feind die Nutzung des Meeres zu verwehren. Primäres Ziel: Versenken Sie 6 Schiffe der Kaspischen Flottille. Bonusziel: Nehmen Sie alle sekundären Wolga-Delta-Felder ein, bevor Sie das 6. Schiff der Kaspischen Flottille versenkt haben. Okay. Bevor wir unseren Vorstoß fortsetzen, muss ich Ihnen mitteilen, dass Meldungen über einen sowjetischen Gegenangriff eingegangen sind. Die feindlichen Truppen nähern sich unseren Stellungen. Wir sollten eine defensive Vorhut bilden, um uns dieser Gefahr rasch anzunehmen. Unsere nächste größere Herausforderung wird es sein, durch das sumpfige Gelände des Wolga-Flussdeltas vorzustoßen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Verteidiger versuchen werden, uns hier aus dem Hinterhalt anzugreifen. Daher sollten wir dieses Gebiet im Vorfeld von unseren Aufklärungsfahrzeugen und Flugzeugen vollständig auskundschaften lassen. Die Hafenanlagen von Astrachan sind recht weitläufig und es scheint in der Region fast keine Flugplätze zu geben. Wir verfügen nur über wenige mobile Luftwaffenstützpunkte, aber sie werden wichtig sein, damit unsere Flugzeuge die Schiffe der Kaspischen Flottille angreifen können. Setzen Sie sie daher mit Bedacht ein. Denken Sie daran, dass unser Einsatzziel lautet, die sowjetische Flottille zu vernichten. Insofern sollten wir ausreichend Antischiffseinheiten aufstellen, vor allem strategische Bomber. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Strategische Bomber, da ist natürlich jetzt die Frage, ob die überhaupt auf diesen improvisierten Flugplätzen starten und landen können. Ich wollte hier das Spiel fortsetzen. So, Michael Schröder, Verschanzungsbrecher. Okay, das ist was für eine Artillerie oder für Pioniere. Und jetzt gucken wir mal, wir können uns hier entlang der Straße aufstellen. Und hier ist Astrachan. So, er hat ja gesagt, hier kommt ein Gegenangriff. Das sind doch sogar die Gebiete, die wir erst noch diese Durchgänge, diese Pässe da. Erstmal weg mit dir. Wir gucken mal, wir haben 119 von 130. Es sieht nicht nach einer nach einem Rundenlimit aus. Wir haben jetzt Pioniere. Wir gucken mal. Hier gibt es nichts Neues. Bei den Grenadieren auch nicht. Dann können wir die ja schon mal auffrischen. So. Panzer. Panther A. Gibt es da irgendwas Neues? Es gibt jetzt regulär Tiger P. Die sind interessanterweise ein bisschen günstiger als die Tiger 1. Und die Panther D waren ja die vorhergehende Variante, ne? Genau, die sind ein bisschen schlechter gegen Flugzeuge und in der Initiative. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich will noch mal kurz vergleichen, was der Unterschied zum Tiger P ist. Weniger Munition. Weniger Initiative und weniger Verteidigung. Das ist eigentlich Quatsch. Der Tiger P war frontal meines Wissens eigentlich besser gepanzert als der Tiger 1. Warum er dann weniger Verteidigung am Boden bekommt, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Er kostet 100 Punkte weniger, aber ist jetzt natürlich keine Alternative zum Tiger 1. Wir bleiben also bei unseren Tigern. Das heißt, wir frischen auch die erstmal auf. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Zack. Jetzt gucken wir nochmal kurz bei den Scouts vorbei. Da gibt es aber auch nichts Neues. Okay. So, Artillerie. Ich glaube, da sollte es auch nichts Neues geben, oder? Nope. Haben wir noch eine in der Reserve?
Hatten wir eine weggelassen? Ne, wir hatten alle Artis mitgenommen, okay. So, dann auch die auffrischen. So, Flugzeuge. Er hat ja was gesagt von strategischen Bombern. Das ist natürlich klar. Wie viele Punkte sind das? Drei. Naja, da können wir schon was mitnehmen. Frage, welcher davon ist jetzt besser? Der ist bei. Kann man nicht sehen, ne? Wie ist denn die Angriffsleistung der Us gegen Schiffe? Zwölf und die Bomber haben 18. Jetzt haben wir hier noch welche dabei, die haben nur 5. Wir nehmen mal noch die U hier mit. Damit haben wir jetzt drei Jäger, drei Us, zwei Strategen. Okay. So, die Jäger. Ach, ich bin ja blöd, wartet mal. Der hier musste mal noch aufgefrischt werden, sehe ich gerade. Wir haben hier einen Flugplatz, den möchte ich natürlich auch gleich mal nutzen. Na, komm rein. Ja, dann machen wir es halt so rum. Okay, der andere Jäger muss hier nach hinten. Das ist natürlich auch gerade der Doppeljäger, natürlich. Okay, dann zack. So, und er hier geht dahin. Gut, dann verteilen wir mal die Scouts, dass wir den Gegenangriff hier gut gespottet kriegen. Dankeschön. Hier der Scout, bitte. Die Frage ist, von wo der kommt. Tiger, 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 Panther, Panther. Ich verteile die mal halt hier längs der Straße, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau weiß, von wo sie kommen. Dass wir da entsprechend drauf reagieren können. Vielleicht kommen sie auch frontal. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, der Mörser geht mal hier hoch. Wir haben noch 2 Punkte frei, aber dafür bekommen wir, glaube ich. Wir bekommen noch einen Scoutplane. Ach komm, wir nehmen das Scoutplane mal mit. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Das kann ja dann wenigstens als Ablenkungsmanöver dienen. Wenn wir das verlieren, pff, ist mir das eigentlich relativ Wumpe. Aber so können wir vielleicht versuchen. Da den Vorstoß entsprechend aufzuhalten. So, der Mörser steht dort. Dann Hummel, 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 Hummel. Hallo? Warum kann ich die da nicht hinsetzen? Warum geht das nicht? Hä? Okay, jetzt geht's. Keine Ahnung warum. So, Flugabwehr. Ist jetzt die Frage, ob wir zwei Flugabwehrgeschütze brauchen. Da könnten wir vielleicht noch ein paar Pioniere mitnehmen. Ah, nee, die kosten 5. Wir haben 4. Dann halt ein paar Grenadiere. Dann nehmen wir halt Grenadiere mit. So, Flugabwehr. Kann sich dann dahin bewegen. So, Pioniere dahin, dahin. Grenadiere dort. Achso, kann ich gar nicht da rein. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, dass er uns ganz hinten irgendwie hier überrascht. So, wir gucken noch mal durch. Sieht alles soweit gut aus. Wir setzen einen Speicherpunkt. Jetzt müssen wir noch den Helden vergeben. 3, 3, 3. Okay, dann Pioniere. 3, 3, 3 hier. Na gut, das sind aber Grenadiere. Haben wir noch Pioniere in der Reserve? Ja, die hier.
Es ist natürlich jetzt blöd auf eine Einheit, die... Ach, der hat schon den Verschanzungsbrecher. Bringt das was? Kann man das doppelt vergeben? Dann vielleicht doch auf die Pioniere, auf die Grenadiere hier. Oder halt auf einem Panzer. Wobei, da haben wir auch schon. Wartet mal kurz. 3, 3, 3, 3, 3. Hier ist noch ein Tiger in der Reserve. Da ist noch ein Tiger. Ignoriert Verschanzung. Weißt du, jetzt muss ich mal kurz gucken. Verschanzungsbrecher. Vernichtet mit dem Angriff 4 Verschanzungspunkte. Kann man das kombinieren? Das ist natürlich jetzt, das ist jetzt wirklich eine interessante Frage. Oder ob nur eins von beiden funktioniert. Theoretisch, von meinem Verständnis her, würde ich sagen, ja, man kann es kombinieren. Er ignoriert es halt einerseits, aber reduziert es halt auch für andere Einheiten. Sei es drum, ich setze es jetzt mal hier auf einen der Grenadiere. So. Okay, dann jetzt nochmal speichern. Zack, ja, überschreiben und dann geht's los. So, unser Scout Plane wirft mal einen Blick hier hoch. Da ist nichts. Ach, guck mal, da haben wir doch schon jemanden. Hallo. Da ist ein Fluss, okay. Ich bin halt jetzt echt unsicher, ob er von hier unten kommt. Huch. Oder von wo er jetzt hier... Ach, guck mal da. So, dann können wir hier aber... Schade. So, schon mal das Ganze hier ein bisschen aufräumen. Die Frage ist halt, hat er Flugzeuge? Ich würde ja sagen, nein, aber wir wissen ja nicht, was er noch an an mobilen Flugplätzen hat. Deswegen sichern wir hier mal ab. So, er greift. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir stellen die Hummel hier oben auf. Der Tiger geht nach vorne. Die Hummel geht nach vorne. Der Tiger geht vor. Wir schicken mal einen Scout nach da oben. Hummel nach vorne. Die mobilen Flugplätze bleiben erstmal da, wo sie sind. Und wir gucken mal hier runter. Wir gucken mal dahin. Wir schicken hier noch ein Flugzeug hin. Strategische Bomber kommen im Moment nicht zum Einsatz. Wie gesagt, und die mobilen Flugplätze bleiben da erstmal, wo sie sind. Okay. Dann gehen wir erstmal in den Rundenwechsel. Mal gucken, was jetzt hier wirklich als Gegenangriff von ihm kommt. Ach, guck mal. Er hat Flugzeuge. Ja, das war ja eigentlich klar. Aua. Oh, KV-1, hallo. Was ist das? KV-85. IS-1, okay. Panzer 3, Beutefahrzeug, Tigerbeutefahrzeug. Oh shit.
Okay, dann werden wir doch mal ein bisschen aktiv hier. Den frischen wir erstmal auf. So, jetzt müssen wir mal kurz hier unsere Flugabwehr in Stellung bringen. Die EU frischen wir auf. So, unsere Jäger. So. Gut, das sieht da erstmal soweit brauchbar aus. Jetzt schicken wir. Die nehmen wir erstmal raus. Den KV-1. Na, er kann sich nicht. Doch, er kann bewegen. Doch, zack, auf. Plus 1 gegen harte Ziele. So. Wir bewegen die hier unten lang. Wir bewegen die Artillerie nach vorne. Das Scout Plane guckt mal hier oben nach. Da ist nichts weiter. Ja, es wäre natürlich jetzt super geil, wenn wir hier mehr als einen der Flugplätze hätten. Das Komische ist ja auch, dass man die gegnerischen mobilen Flugplätze nicht einnehmen kann, sondern die kann man nur zerstören. Das ist immer ein bisschen komisch. Geben die sich hier gegenseitig Abwehrfeuer? Hm. Ach, die bewegt sich weg. Naja, gut. Das ist natürlich auch eine Variante. Sehr schön, okay. Gut, hier oben haben wir soweit aufgeräumt. Der Scout kann hier noch mal ran. Das ist die Frage, ob wir ihn nicht. Oh shit. Okay. Hat er irgendwie so ein Feature, dass er das. Ah, ist immun gegen Hinterhalte. Ja, nice. Angreifen sollten wir den trotzdem nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal einen Rundenwechsel. Oh, minus 5 ist natürlich hart, wenn jetzt da der Panzer kommt. Vielleicht hätten wir ihn doch irgendwie wegbewegen sollen. Den hätten wir mal auffrischen sollen, den Scout. Oh shit, oh shit. Das war knapp. Wir hauen erstmal komplett ab. Noch ein I. Ne, das ist ein KV-85, okay. Die Nordflanke ist gerade gefährlicher als die Südflanke, würde ich sagen. Okay. So, Flugzeuge. Sind alle Us wieder aufgefrischt?
So, dann auf den KV. So, zack. Wir wechseln mal die Position. Die Hummel kommt jetzt an keine Stellungen weiter ran. So, die gehen hier unten lang. Minus 7, minus 10, das ist kein guter Deal. Ich hätte gedacht, wir können die ein bisschen einkesseln, aber hier unten kommen wir nicht über diese Pfütze drüber. Wir machen das mal so. Der bewegt sich dahinter. Der Panther. Ich brauche da im Norden mal ein bisschen mehr noch Fahrzeuge. So, und die Hummel. Ah, Scheiße, die kommt immer noch nicht ran. Na gut, okay. Hätte jetzt gedacht, die kommt da ran. Das ist natürlich blöd. Kommen die Strategen? Nee. Na gut, wir haben aber noch zwei Jäger hier. Die Frage ist halt jetzt, was macht er mit seinen... So, die Flugabwehrstellung... Geht mal dahinter. Und der Tiger hier bewegt sich mal mit da hoch. Können wir die Art hier... Ach, guck mal, die könnten wir hier hinstellen. Dann kann die da nämlich schon mal angreifen. So. Naja, ein bisschen großes Durcheinander, würde ich sagen, aber dann machen wir erstmal einen Rundenwechsel. Ah ja, okay. Was ist das denn? Ein T-70. So, die frischen wir auf. Holen wir vom Himmel, das ist natürlich super. Dann nehmen wir den Doppeljäger. Gehen wir mal hier hin. Lol, okay. Ja, warte mal kurz. Können die. Das können die Pioniere machen. Die Frage ist. Ne, komm, mach drauf mit euch. Achso, die sind schon tot jetzt, lol. Nein, Tiger, du sollst das natürlich den Move dann nicht machen. So. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Die bewegen wir so weit, dass sie sich auf jeden Fall noch ausladen können. Ich hatte gehofft, dass wir die jetzt einkesseln können, aber das geht anscheinend noch nicht. So, hier oben im Norden. Tschüss. Na, ah, sie ergeben sich. Okay, sehr gut. So, dann... Der Mörser jetzt mal hier nachrücken. Die Hummel kommt leider nicht hinterher.
Jetzt haben wir hier ein T34. Wir haben noch eine W. Der Flussübergang wird spannend, weil ihr seht schon, da steht einiges, was an Artillerie verteidigen kann. Da müssen wir mal gucken. Wir kommen im Norden nicht rüber. Wir könnten hier im Süden durchdrücken und das Ganze dann flankieren. Das wäre eine Variante. Deswegen ziehe ich den Panther mal runter und den Tiger ziehen wir mal doch noch. Ach, guck mal, jetzt haben wir die auch eingekesselt. Perfekt. Sehr schön. So wie ich mir das vorgestellt habe. Und mit denen gehen wir mal dahin. Und die Pioniere gehen mal dorthin. So. Ich vermute mal, dass hier im Norden nicht mehr allzu viel ist. Das werden wir aber in der nächsten Runde rausfinden. Zack. Greift da meine Artillerie an. Ich denke mal auch, er hat nicht mehr allzu viele Flugzeuge. Was ist das? 252, okay. Interessant ist, dass er mit seinem... Ach du Scheiße, da ist noch ein bisschen was. Dass er mit dem Flugzeug hier... Aber das ist ein Jäger. Warum hat er nicht meine einzelnen User angegriffen? Ich verstehe es nicht. Tschüss. Tschüss. Und wir gehen hier direkt in den Flankier-Move. So, ja, komm. Die können sich auch mal dahin stellen. Der geht mal hier hin. Nicht, dass hier noch aus Süden jemand flankiert. Die Artillerie geht dahin. Okay. So, hier in der Mitte ist er jetzt ein bisschen nervig. Der Panther guckt erstmal, ob hier oben noch irgendwo was ist, aber das scheint wohl alles gewesen zu sein. Dementsprechend ziehen wir mal die Artillerie hier mit nach vorne. Der Scout kann sich nicht nochmal bewegen. Das müssen wir mal entscheiden, wo wir jetzt unsere W's einsetzen. Ist das hier noch? Das ist noch Wüste, okay. So, zack. Warum gibt der Abwehrfeuer auf den Mörser, aber nicht Abwehrfeuer auf die Hummel hier? Das verstehe ich gerade nicht. So, wir machen sie zur Pack. Okay. Jetzt haben wir hier noch einen Jäger. Den können wir mal dort aufstellen. Dann deckt er wenigstens die beiden Us hier. Macht da noch ein bisschen Schaden. So, hier unten haben wir noch nicht alles bewegt. Gut. Hier ist noch eine Artillerie. Geht mal mit hinterher. Und wir fangen mal an, hier unsere mobilen Flugplätze nachzuziehen, damit wir das nachher nicht alles irgendwie nachholen müssen. So, gut. Wir gucken einfach mal. Einfach zur Sicherheit gucken. So, die Infanterie
ab in den Süden und dann gehen wir nochmal in den Rundenwechsel. Er hat, glaube ich, noch nicht gecheckt, dass wir ihn gleich flankieren werden, oder? Es sieht nicht danach aus. So. Nimm die raus. Die Hummel kommt da nicht ran. Alter, wie oft kann die schießen? Wartet mal. Was ist das hier für Gelände? Sumpf. Das ist natürlich irgendwie nicht so geil, aber ich hätte gern den hier raus. So, guck mal. Zack. Zack. Perfekt. So. Jetzt haben wir noch eine Doppeljure. Ja, oh Gott, nur eine minus 2. Das ist natürlich mal spannend. Auf den KV 85. Aber wir kriegen ihn raus. Das ist insofern schon mal wichtig. Aber ja, wir hätten jetzt... Wartet mal. Mist, wir bekommen hier in das Sumpffeld niemand reingesetzt und dementsprechend können die da uns jetzt... Der gibt aber auch Abwehrfeuer, das heißt, wenn sie versuchen, die Arti anzugreifen vom Flussfeld aus, wird es schwierig. Dann blockieren wir das hier nämlich erstmal. Wir könnten rein theoretisch sogar... den Mörser da hinstellen. Und selbst das ist eine Kombination, dass dann die beiden Artis den Mörser unterstützen. In Kombination mit dem Scout dort noch. Okay, gut. Tiger. Wobei Tiger im Sumpffeld natürlich eine ganz beschissene Idee ist. Hier brauchen wir jetzt eigentlich Pioniere. Wir gehen mit dem mal dahin. Scheiße. Das war so nicht geplant. Ach, guck mal. Da ist ein mobiler Flugplatz. Und wie gesagt, die können wir nicht einnehmen. Die können wir nur... Die können wir nur zerstören. So, das sind Grenadiere. Und das sind Pioniere. Ja, ist jetzt hier nicht super optimal. Der hier hat es durch diesen... Durch die Überraschung war das natürlich jetzt nicht geil. Okay, hier oben. Wir gucken nochmal dahin. Das scheint aber nichts weiter zu sein. Dementsprechend führen wir die wieder nach Süden. So, und unsere mobilen Flugplätze rücken nach vorne. So. So. Gut. Wir haben so viele, wir könnten höchstwahrscheinlich hier mal noch irgendwo einen hinbauen. Wir gucken mal, wie es noch weitergeht. Naja, es ist noch ein Stück. Es ist noch ein Stück. So, das soll es aber für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, wie es weitergeht hier. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.